So, ja, 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 ist ja gut. Huch. Wie kommt denn die Kugel da hinten bitte hin? Komm zu Papi, komm zu Papi, komm zu Papi. Jetzt bist du bei Papi. So. Ich muss gucken mit dem Husten jetzt. Wenn es nämlich ans Kämpfen geht, dann kann ich mich das Headset nicht hochmachen. Das wäre ja jetzt nicht so schön. So, in die Kneipe gehe ich nicht. Ist eh alles geschlossen. Also, ja gut, ich sehe schon, das wird ein bisschen nervig. Und wie ich sehe, ist da hinten gerade wieder eine Kugel irgendwo hingeflogen. Komm zu Papi, komm zu Papi, komm zu Papi, komm zu Papi. Komm zu Papi. Komm zu Papi. Und jetzt bist du bei Papi. So. Gehen wir mal da oben hin. Ich glaube, das ist der rechte Weg. Das sieht ja sehr friedhofig aus. Und hier gibt es bestimmt ganz viele von diesen Bettvorlegern. Friedhof. Vorlesen. Muss Grabsteine vorlesen. Leroy Simpson. Er entwickelte Trunkenheit zu einer Kunstform. Hier ruht der Meisterbader R. Shaw. Man kann seine Musik überall hören. Und wer es nicht weiß, ich glaube Russell heißt er. Russell Shaw, das ist der Komponist von der Fable-Musik, soweit ich weiß. Wenn mich nicht alles täuscht. So, Joss A.A.A. Moore. Er wusste alles, was es über Physik zu wissen gibt. Bis er von einer Klippe fiel. J. McCormack bemalte die Decke der Abtei, als ihm das Dach auf den Kopf fiel. M. Ducker aus allen Gaststuben verbannt, nachdem er große Schulden bei Kneipenspielen machte. Der Druck war zu groß. Glücksspiel erst ab 18. So. Das waren alle Grabsteine hier. Mehr sterben hier nicht. Das ist aber ein schönes Dorf. Ach, was willst du denn, Knabe? Die schreien immer so ein bisschen tuntig, als hätte man ihnen die Eier abgeschnitten oder so. Opa hat wieder gesoffen. Aha, Mace, du Verräter. Du lebst. Nach deinem Verschwinden war ich besorgt. Von wegen. Deine Schwester. Ich weiß. Ich musste sie fesseln. Jack kontrolliert sie irgendwie. Lügen! Darum bin ich hier. Ich will ihn aufhalten. Alles Lügen. Er lügt dich an. Er arbeitet für Jack. Sie versucht dich zu verwirren. Sie ist... Dafür haben wir keine Zeit, alter Hexenmeister. Nein! Beendet das Ritual, Mace. Ich will meinen Schlüssel. Es ist fast vorbei. Und mit dem Jungen hier wird es leichter. Niemals! Ihr seid meinem Käfig entronnen. Warum hat das so lange gedauert? Ihr habt hoffentlich bei der Flucht nicht zu viel von eurem kostbaren Blut verloren. Stirb, du Mader! Ja. Der Septimer Schlüssel. Zu lange hast du dich von mir versteckt. Nein! Bring unsere beiden Blutbeutel in die Kammer. Ich bin bald da. Überrascht? Warum denn? Nur ein Idiot würde Jack trotzen. Feigling! Ja. Du kannst nicht gewinnen. Die Welt gehört jetzt Jack. Aber du gehörst mir! Du musst schon mehr Leistung zeigen. Ich muss was? Ach. Ach Mensch, was macht er denn da? Und wieso habe ich denn... So, wieso habe ich denn hier eigentlich alles wieder falsch, verdammte Scheiße? Das wollte ich doch haben.
Wo bist du, Penner? Mace. Du weißt, dass du sterben wirst, Mace. Alter Freund. Oh ja, du wirst sterben. Ich hätte dich damals töten sollen. Hast du aber nicht. Und jetzt gehörst du mir. Feigling! Komm her! Wo steckst du? Du bist doch hier, du kleiner arroganter Schnösel. Ich finde dich, Mace. Ich werde dich finden. Und dann gnade dir Gott. Denn ich werde es nicht tun. Mace. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Nur deine Mutter. Die habe ich gerade verprügelt. Wo bist du? Feigling. Komm schon. Mace. Wo bist du? Steckst du wieder oben? Nur deine Mutter sehe ich. Die habe ich wieder verbrannt. Held nennt er sich. Der feige Hund. Echte Helden laufen nicht über und echte Helden verstecken sich nicht. Mace. Nur deine Mutter, die habe ich gerade verprügelt. Bist du vielleicht hier oben? Also, ernsthaft, wo ist er denn jetzt? Zum Weitergehen? Da kommt... Ach, was ist das denn? Ja, da... Nur deine Mutter, die habe ich gerade verprügelt. So, dann wollen wir mal. Was meinst du, warum ich dich als Kind verschont? Ach, genau, verdammt. Genau, Junge. Ah, endlich. Du. Ich irrte mich. Vielleicht bist du stark genug, Jack zu besiegen. Ruhe, Mann. Du hast nicht viel Zeit. Er benutzt den Schlüssel, um alle Fokuspunkte in Albion zu aktivieren. Dann gehört das Schwert ihm und es ist zu spät. Niemals! Nicht, solange ich atme. Sie versuchen, ihn aufzuhalten. Das kann keiner. Du willst wissen, warum ich es getan habe. Ja. Ich bin nur ein alter Feigling, Junge. Oh ja. Manche fürchten den Tod eben. Und du wirst ihm gleich begegnen. Für einige von uns ist der Quest der einzige, dem Tod zu entrinnen. Um jeden Preis. Es gelang mir wohl nicht. Manche Dinge sind unausweichlich.
So, die Quest ist abgeschlossen. Kehrt zur Hookküste zurück. Und wir haben Maces Schnalle, also hier seine alte, ne, seine Ehefrau. Die haben wir jetzt als Gildenbelohnung bekommen, also als Questbelohnung. Die können wir uns jetzt an die Wand nageln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dazu kriegen wir noch 16.000 Gold und nochmal so dies und das. Und auf jeden Fall haben wir aus dieser Quest hier ein paar Erfahrungspunkte mitgenommen, wie zum Beispiel diesen hier. Schön. War das nicht das Haus? Ach, das kann man jetzt nicht kaufen, weil wir hier gerade... Ich muss euch in der Gilde sprechen. Opa, verdammt nochmal, gerade hier, ich, Familiendrama, Schlüssel, Blutspende, unfreiwillig, Geister, die Mutter von Mace verkloppen und Mace noch selbst töten. Da kann ich doch jetzt nicht wieder hüpfen und springen. Naja gut, was soll's. So, ab in die Heldengilde und mal gucken, was der Opa wieder will. Aber wir werden noch keine neue Quest annehmen, sondern einfach mal speichern. Mal gucken, ob der jetzt wieder Auto speichert. Sekunde, ich huste in der Zeit mal. Aha. Ihr seid zurück. Es steht weit schlimmer, als ich dachte. Mace Verrat hat uns überrascht. Aber wir haben größere Probleme. Jack versucht, die alten Fokuspunkte in ganz Albion zu aktivieren. Ihr müsst ihn unbedingt aufhalten. Weitere Erklärungen per Gildensiegel. Und jetzt geht durch das Kallistor. Dieser scheiß Opa. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Das hast du mir noch gerade gesagt, verdammt Opa. Also dieser scheiß Opa, ich stehe genau vor ihm. Gerade Kampf auf Leben und Tod gegen Mace, super Drama. Und was macht er? Er sagt uns, ja, hier, irgendwas Spannendes ist passiert. Geh doch mal irgendwo hin, ich melde mich wieder per Gildensiegel. Wo ich doch gerade genau vor ihm stehe, wo er mir das gerade bei einer Tasse gutem Earl Grey Tee erklären könnte. Aber ich glaube, der Opa, der ist so ein bisschen Gildensiegel-süchtig. Der will immer irgendwie im Kopf rumhängen. Genau wie Professor Xavier. Mann, ist der ätzend. So, 58.000. Und somit haben wir die Gesundheit gemaxt, wie es aussieht. Ihr habt Gesundheit gemeistert. Jetzt können wir das... Ich hoffe, wir können jetzt das Schwert endlich aus diesem verschissenen Stein ziehen. Sonst werde ich den Stein... einfach mit der Handkante kaputt schlagen, wenn es sein muss. Ist mir ganz egal. Aber ich glaube, wir haben die Quest auch gar nicht mehr, wenn ich mich recht entsinne. Wir können auch nirgendwo hin teleportieren. Also, wie es aussieht, sind wir jetzt in der Endquest gefangen. Ach, super. Jagdmesser Jack, der die Fokuspunkte aktiviert. Jagdmesser Jack? Also, Jagdmesser Jack ist wahrscheinlich der Bruder von Messer Jack. Hahaha. Oder wahrscheinlich von Küchenmesser Jack oder weiß ich nicht was. Temperaturmesser Jack. So. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Jack muss aufgehalten werden. Er aktiviert diese Steine. Oh nein. Ich fand sie schon immer verflucht hässlich. Ja. Und sterben will ich auch nicht für sie. Nee. Ich schätze, wir müssen sie eben vorher töten. Kommt schon. Folgt dem Weg und geht nach rechts. Gut, du alte Hippe. Verhindert, dass Jack den Fokuspunkt im Witchwood aktiviert. Ja, jetzt lass mir doch mal gerade ein bisschen Zeit zum Verschnaufen hier. Du kannst doch nicht sofort angreifen. Ach, der lebt noch. Betonung auf noch. Na, hier geht's ja gleich zünftig zur Sache. Huch. Das wollte ich doch gar nicht. Hallo. Ach nö, ich hoffe, das wird jetzt hier nicht so ein Endloskampf. Ja, jetzt lass mich doch auch mal bitte, ja? Ich habe hier gerade ein Spiel, Fable, das habe ich mir gekauft und ich möchte ein bisschen Spaß haben. Und den habe ich nicht, wenn ihr mich dauernd kaputt haut. Ihr scheiß Respawn-Viecher. Und vor allen Dingen nicht, wenn er dauernd springt, der alte Lumpenhannes. Und die alte natürlich wieder so nützlich wie ein Kropf. Das ist natürlich schön. Und auch die Wachen greifen erst an, wenn es zu spät ist. Ja, hallo, alter Gildenfutzi.